Hi, liebe Zwergenfestianer, hier ist euer Markus wieder und heute sogar mit einer Spezialfolge. Da ich nun schon mehrfach nach einer Roomtour oder ähnlichem gefragt wurde, möchte ich dir heute in diesem Behind-the-Scenes-Special zeigen, wie so eine Tutorial-Folge bei mir entsteht und dir damit einen kleinen Einblick in die doch recht aufwendige Produktion geben. Ich demonstriere dir das anhand der realen Produktion des vorangegangenen Videos zum Thema Minecarts. Direkt nach dem Intro geht's ins Eingemachte. Als erstes geht es damit los, dass ich das Thema festlege. Das kann ein Thema auf meiner langen, ständig wachsenden Liste sein oder eines, welches du dir in Discord oder bei YouTube gewünscht hast. Danach muss ich oft selber erstmal beginnen zu verstehen, was ich dir versuchen möchte beizubringen. In den allerwenigsten Fällen kenne ich mich selbst mit einem Thema bis in die Tiefe komplett aus, sodass immer eine intensive Einarbeitung notwendig ist. Dazu gehört neben dem Einlesen in Foren und Wikis natürlich auch die eigenen Erfahrungen zu machen, um Besonderheiten des Themas kennenzulernen. Nun mache ich mich dran, die einzelnen Teilbereiche so zu strukturieren, dass sie logisch aufeinander aufbauen und möglichst alle wichtigen Aspekte behandeln. Dazu beginne ich erst, alle wichtigen Inhalte zusammenzuschreiben und anschließend diese in einen Aufnahmeplan für Spielszenen zu verwandeln. Dann folgt bereits die Aufnahme der Spielszenen. Dabei wird schnell klar, wie der begleitende und erklärende Kommentartext lauten wird. Diesen skripte ich nach der Aufnahme vollständig durch, inklusive des Textes für meine Anfangs- und Endszenen sowie für die geplante Animation als Schnellübersicht für das Thema. Insgesamt ist ganz besonders dieser Schritt unglaublich textlastig. Sobald der Schritt abgeschlossen ist, plane ich aus dem eben erstellten Text die Liste der benötigten Szenen für die Animation, die das Thema schnell und anschaulich darstellen soll. So wie sich diese für mich vollständig genug anfühlt, beginnt der wohl aufwendigste Part von allen, das 3D-Design. Hier erstelle ich innerhalb der nächsten 3-4 Tage Stück für Stück die gesamte dreidimensionale Szene inklusive der Texturen und der Beleuchtung. Aus dem entworfenen Text wird dabei klar, welche Objekte ich in Summe benötige, um alles abbilden zu können. Bei manchen 3D-Modellen kann ich mich zum Glück aber auch auf diversen Portalen bedienen, bei denen Modelle zum Kauf oder kostenlos angeboten werden, beispielsweise der Zwergenprotagonist oder die Bäume. Aber viele kleine Dinge entstehen dabei auch aus eigener Hand. Wenn ich dann alle Modelle in meiner Szene erstellt habe und sich am Plan der Szene auch nichts mehr geändert hat, mache ich vom 3D-Design erstmal eine Pause und gehe in mein kleines Home-Studio. Hier habe ich alles an Equipment und Ausstattung, um musikalische Untermalung zu produzieren, wie zum Beispiel im Intro der Zwergenfestung, oder Sprache in guter Qualität aufzuzeichnen. Wenn man viele Zwerge beherbergt, geht die Herstellung der Schienen auch unglaublich schnell. Sobald die Strecke einmal steht, kommen nun die Haltestellen dazu. Diese sogenannten Trackstops werden auf den Schienen gebaut, hier am Anfang und Ende. Bevor die Konstruktion in Auftrag gegeben wird, muss allerdings der Bremsgrad und Ablageort bestimmt werden. Da der Standard allerdings schon gut eingestellt ist und am Streckenstart auch nichts ausgeleert werden muss, kann der Trackstop ohne weiteres Zutun so platziert werden. Wenn dann nach circa einem halben Arbeitstag alles im Kasten ist, geht es zurück an die 3D-Szene. Jetzt importiere ich hier den Kommentartext für die Animation, denn in eine Lore passen 5-mal so viele Gegenstände wie in eine Schubkarre, also zum Beispiel, und beginne die Animation passend zum Timing des Textes zu programmieren. Das beansprucht auch wiederum gute 3-5 Tage, bis alle Animationen soweit sauber aussehen. Ob es wirklich keine Fehler mehr gibt, sehe ich erst, wenn ich eine Vorschauversion gerendert habe. Das mache ich meist in einer wirklich miserablen Qualität und in sehr geringer Auflösung. Hier kann man gerade gut sehen, wie die vielen komplexen Abläufe der Animation in Kurven dargestellt werden. Jeder einzelne der kleinen schwarzen Punkte ist dabei mindestens einmal von mir erstellt und gegebenenfalls noch mehrmals korrigiert worden.
Das Rendern eines einzelnen Bildes dauert zwar meist nur wenige Sekunden, jedoch summiert sich das auch schon gut auf, wenn man wie hier insgesamt 4300 Bilder rendern muss. So dauert dieser Vorgang schon mal mindestens 5 Stunden, welche sich gegebenenfalls wiederholen, falls ich nochmal Korrekturen vornehmen muss. Ob ich Korrekturen vornehmen muss, sehe ich in der darauf folgenden Prüfung der Vorschau. Im Videoschnittprogramm importiere ich die Bilderserie und spiele sie in Realzeit ab. Hier war mir beispielsweise das Glühen der Lampen viel zu hell und die Schattenbereiche sind viel zu dunkel geworden. Somit gab es hier nochmal eine Wiederholung des Vorgangs. Sobald aber alles okay ist, wird das Video vollständig in Produktionsqualität gerendert. Das heißt, viel genauere Lichtstrahlenberechnungen und in 4K-Auflösung. Dass das super rechenintensiv ist, kannst du dir vermutlich schon vorstellen. Ich bin froh, dass durch die Blender-Weiterentwicklung immer bessere Grafikkarten und, sehr wichtig, auch deren Treiber die Berechnung der Bilder immer schneller vonstatten gehen. Aber auch hier hat ein Bild, für welches ich noch vor circa 3 Jahren 5 und mehr Minuten gebraucht hätte, immer noch eine Berechnungszeit von 1 Minute und 15 Sekunden. Klingt nicht viel, bedeutet für die 3 Minuten Animation aber auch eine Renderzeit von circa 90 Stunden, also fast 4 vollen Tagen. Je nach Projekt muss ich das tatsächlich am eigenen Rechner umsetzen, beziehungsweise ziehe noch weitere hinzu, um die Gesamtzeit verringern zu können, oder nutze gleich eine Community-Render-Farm mit hunderten anderen PCs, bei der ich ebenso anderen helfe, ihre Projekte zu rendern und damit mir Punkte verdient habe, um auch meine rendern zu lassen. Das ist allerdings nur auf kleine Projekte beschränkt, weswegen ich es manchmal nicht nutzen kann und sehr viel Zeit vergeht. Während das Video gegebenenfalls noch rendert, nehme ich im nächsten Schritt dann meine eigenen Szenen vor der Kamera auf. Zu diesem Zeitpunkt sind eigentlich kaum noch Änderungen zu erwarten, sodass ich hier schon weiß, wie ich das Thema anmoderieren kann, welche Einschübe es noch geben muss und wie mein Themenfazit ausfällt. Hallo, hier ist wieder Markus aus der Zwergenfestung. Ihr habt es euch gewünscht und hier ist es. Ein Video zum Thema Minecarts. Ich weiß, ich habe dich damit echt warten lassen, aber besser spät als nie. Du siehst schon, dass hierbei die richtige Beleuchtung auch eine wichtige Rolle spielt. Aber zum Glück sieht man sonst in den Videos nicht den ganzen Kabelsalat. Erfährst du gleich nach dem kurzen Intro. Jetzt, da die Animation endlich fertig gerendert wurde, kann ich nun die Vertonung selbiger vornehmen. Erst beginne ich, meinen Kommentar unter das Video zu legen und es so wie im Blender vorgesehen mit den Szenen zu synchronisieren. Denn in eine Lore passen 5-mal so viele Gegenstände wie in eine Schubkarre. Also zum Beispiel 5 Steine. Dann 500 Mahlzeiten oder 1250 Speere. Oder 1250 Speere. Anschließend versuche ich mit Tönen und Stereoeffekten die sonst sehr plastische Szene möglichst lebendig wirken zu lassen. Denn in eine Lore passen 5-mal so viele Gegenstände wie in eine Schubkarre. Also zum Beispiel 5 Steine, 500 Mahlzeiten oder 1250 Speere. Wenn dieser Teil fertig ist, komme ich zum Schnitt des restlichen Materials. Also das Zusammenfügen von Spielszenen, Kommentartext, Titeln, Einblendung zusammen mit meinen Szenen vor der Kamera. Jetzt weise ich wieder ein Minecart zu und stelle die Fortbewegungsart auf Push. Nun müssen wir nur kurz warten, bis der Minecart...
Hier muss ich bei den Spielszenen auch viele kleine, minimale Schnitte vornehmen, die du beim finalen Video überhaupt nicht mitbekommst, aber für einen flüssigen Ablauf sorgen, ohne die nötigen Wartezeiten auf die Zwerge. Oder mich, weil ich ablese, was die nächste Szene beinhalten soll. Doch nicht weg, Mann! Was für ein fauler Zwerg. Also, wenn dann ein Zwerg sich mal dazu herablässt, den Karren anzuschieben, siehst du, dass er immer langsamer wird und letztendlich auf der Strecke stehen bleibt. Diese Stelle markiere ich mir mal, indem ich rechts und links. Für zusätzliche Tiefe sorgt anschließend die Musikuntermalung im Hintergrund. Einerseits möchte ich bei manchen Szenen eine bestimmte Stimmung erzeugen, andererseits gibt es aber auch einige Spielszenen, bei denen ich nicht wie ein Wasserfall quatsche und auch die sollen nicht komplett still ablaufen. Dazu probiere ich meist verschiedene Varianten aus und entscheide mich dann für eine. Ist die gewünschte Strecke fertig. Damit diese aber überhaupt von A nach B gelangen, müssen erst einmal ein. Denn in eine Lore passen 5-mal so viele Gegenstände wie in eine Schubkarre. Also zum Beispiel 5 Steine, 500 Mahlzeiten oder 1250 Speere. Denn in eine Lore passen 5-mal so viele Gegenstände wie in eine Schubkarre. Also zum Beispiel 5 Steine mit immer weiter auf dieselbe Stelle gekippt. Diesen Vorgang ziehe ich für das gesamte Video durch. Normalerweise gibt es kaum 3 Sekunden im Video, in denen es still abläuft, außer es ist explizit notwendig. Den gesamten Ton, der teils auf gut 10 Spuren verteilt ist, muss ich dann am Ende noch in einen sauberen Mix verwandeln. Aus. Kommt zum Stehen. Und muss anschließend von einem Zwerg zu Fuß zum Zielort weiter transportiert werden. Das ist zwar tatsächlich immer noch 5-mal so schnell, wie die Ware einzeln zu Fuß zu tragen. Hier ist Ziel der Übung, meine Stimme so zu integrieren, dass sie gut verständlich ist, die Musik hörbar, aber nicht zu laut ist, die Soundeffekte nicht zu sehr herausstechen und am Ende der gesamte Mix nach bestimmten Messungen anschließend noch den Idealvorgaben von YouTube gerecht wird. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, den Karren zu bewegen. Und zwar mit Hilfe von. Nachdem ich für den Schnitt des halbstündigen Videos auch ca. 3 bis 4 Arbeitstage benötigt habe, ist das Gesamtkunstwerk endlich fertig und das Video kann als Ganzes mit all seinen Audio- und Videospuren gerendert werden. Da ich die Präsentation des Videos bei YouTube nicht dem Zufall überlassen möchte, kommt nun Photoshop zum Einsatz, indem ich mir dort ein Titelbild zusammenbaue. Dabei verwende ich meist eines der vorhergehenden Bilder als Vorlage, um nicht bei Null beginnen zu müssen. Die Inhalte darauf können manchmal aus dem Spiel kommen, kleine zusätzliche Grafiken beinhalten oder wie hier einfach ein extra gerendertes Bild aus Blender beinhalten. Dann beginne ich die restlichen Dinge für YouTube vorzubereiten, zum Beispiel den Namen und die Beschreibung des Videos zu schreiben. Ebenfalls gehört für mich immer als essentieller Schritt dazu, ein Transkript zu erstellen, um Menschen mit Hörbehinderung ein möglichst ähnliches Videoerlebnis zu bieten. Zwar gibt es immerhin Untertitel, die von YouTube mittlerweile automatisch erzeugt werden, aber da steht oft so viel Quatsch drin und es gibt keine korrekte Rechtschreibung oder Interpunktion. Daher lege ich hier einen großen Wert auf eine hohe Untertitelqualität bei allen meinen Videos. Glücklicherweise ist dieser Schritt durch meine aufwendige Vorplanung nicht mehr ein so großer, als würde ich ein Video nur durchs Hören abtippen. Es ist soweit. Das Video ist fertig. Alle benötigten Daten ebenfalls. Der Upload kann beginnen. Dank meiner Glasfaserleitung dauert der Upload mittlerweile auch trotz mehrerer Gigabyte nur noch wenige Minuten. Beim Hochladen übernehme ich dann schon mal den vorbereiteten Titel und die Beschreibung. Lege die Playlist fest, gegebenenfalls füge ich noch Hashtags hinzu und bestimme noch ein paar andere Parameter. Ganz wichtig dabei aber, das Spiel bestimmen, um das es geht. Nachdem auch das Inhaltsverzeichnis geschrieben und die Auflistung der gespielten Musikstücke vollständig ist, füge ich mein Transkript ein.
Die Synchronisierung zum Video erfolgt dabei glücklicherweise innerhalb der nächsten Stunden durch den YouTube-Algorithmus. Sonst würde ich hier sicher auch einen ganzen Tag dran sitzen. Und hier ist es. Ein Video zum Thema Minecarts. Ich weiß, ich habe dich damit echt warten lassen, aber besser spät als nie. Wofür du Minecarts einsetzen kannst? Nun folgen noch die Einblendungen am Ende. Hier verwende ich für gewöhnlich die Konfiguration des vorhergehenden Videos und ändere nur anschließend die Einstellung des vorherigen ab. Der vorletzte Schritt, das Festlegen des Veröffentlichungszeitpunktes. Meist, wenn es sich nicht anders ergibt, lege ich hier immer den kommenden Freitag um 16.30 Uhr fest. Da startet für die meisten so langsam das Wochenende und es ist mehr Zeit, sich mit so komplexen Spielen wie Dwarf Fortress auseinanderzusetzen. Jetzt kommt der absolut wichtigste Schritt von allen. Das Freuen über das große Werk, welches man in den letzten 2 bis 4 Wochen geschaffen hat. Ich hoffe, damit konnte ich dir einen kleinen, aber interessanten Einblick in meinen aufwendigen Produktionsablauf gewähren. Da das alles nur ein Hobby mit Herz von mir ist, wird hiermit vielleicht auch klarer, wie schwierig es für mich ist, diese vielen Schritte noch in meinem verbleibenden Freizeitrest unterzubringen. Daher ist mehr als ein Video pro Monat meist auch nicht wirklich realistisch, aber statistisch gesehen bekomme ich im Winter deutlich mehr Zeit dafür zusammengekratzt als im Sommer. Ich will dir schließlich auch nichts Halbgares auftischen. Wenn dich das überzeugt hat und du auch noch mehr von mir sehen möchtest, gegebenenfalls auch zu anderen Spielen, dann lass doch gerne ein Abo da sowie ein Like für das Video. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dich besonders interessiert hat, was du noch wissen möchtest oder welche Inhalte du in Zukunft gerne von mir sehen möchtest. Für das nächste Video habe ich mir allerdings schon etwas überlegt. Also bis dahin.